Kandidat Nummer 4. Audi RS6 Club Sport von MTM. Quattro-Antrieb trifft auf 742 PS. Und immer du beschleunigst, sofort gräbt sich das Ding auch ganz schnell mal im Schnee ein, weil einfach die Riesenwalzen da am Durchdrehen, als wäre es ein Schaufelraddampfer auf dem Mississippi-Portal. MTM hat sich den RS6 zur Brust genommen. Wenn sich die Wettstättener Schrauber was vornehmen, dann kommen nur Monster auf vier Rädern aus der Garage. Und ein Quattro darf im Allradspaßtest nicht fehlen. Audi Quattro, das ist für mich Audi S1, das ist Rallye-Weltmeisterschaft. Gerade wenn wir über das Driften im Schnee reden, ist das ein Walter Röll, der das Ding bewegt, als gibt's keinen Morgen mehr. Die 80er Jahre. Die Rallye-Weltmeisterschaft steht Kopf. Audi steigt mit der Idee des Vierradantriebs ein und lässt anfänglich die Ikone Röhrl verzweifeln. Ich sehe in erster Linie, was mir Anfang des Jahres klar war, dass mein Gegner eine neue Technologie ist, ein neues Auto, ein vierradgetriebenes Auto, das den Weg in die Zukunft weist. Und gegen dieses Auto werde ich wahrscheinlich verlieren. Letztendlich holt sich Audi Walter Röhrl ins Team. Und damit beginnt der Mythos Quattro. Der MTM Club Sport ist die Familienlimousine für die Rennstrecke. Mehr Leistung bei weniger Gewicht. Dieser RS6 rennt auf freier Strecke über 350 km/h. Zu schnell für die meisten Supersportwagen. Der Preis dafür rund 160.000 Euro. Für wildes Schneetreiben ist dieser Audi eigentlich gnadenlos überqualifiziert. Du bist halt immer relativ schnell und das verdammt schnell, weil du eine irre Traktion hast. Der 10-Zylinder Biturbo drückt 840 Newtonmeter auf die Räder und schießt in 3,6 Sekunden auf 100. Nur 8 Sekunden später hat er schon 200 auf der Uhr. Auf trockener Strecke eine Herausforderung. Auf Schnee eine einzige Überforderung für das Quattro-System. Im Audi arbeitet ein Torsen-Mittendifferential. Normalerweise gehen 60% der Kraft auf die Hinterachse. Sollte er hinten zu wenig Traktion haben, schiebt er bis zu 75% auf die Vorderachse. Doch bei so viel Leistung weiß auch Torsen nicht, wohin mit der Kraft. Bei Schnee und Eis gibt es eigentlich keinen Vorteil von 700 PS, also von über 700 PS. Ich sehe ihn zumindest nicht. Der Nachteil ist einfach, dass du so viel Leistung hast, dass du immer gleich anstehst. Am Ende der Sendung vergibt Patrick seine Punkte für das Monster aus Wettstetten. Dann wird abgerechnet. Wer wird zum Allradspaßmeister in den Südtiroler Alpen?